Gut, dann können wir doch weiter. Wir werden jetzt auch gleich noch was feststellen, einen Mod, den ich installiert habe, weil mir das einfach von Sack ging. Da fahre ich jetzt doch als erstes dahin. Abbauzone reich. Gut, dann werde ich es euch da zeigen. Ich mochte die Vorstellung eines zukünftigen Eos, die wir vor Beginn unserer Reise hatten. Grüne Wiesen, Flüsse, Wälder. Ich frage mich, wie es hier letzten Endes wirklich aussehen wird. Weniger Todesstürme wären ganz nett. Wir werden es hinkriegen. Ein Pathfinder genügt, um alles zu verändern. Normalerweise musst du jetzt wie ähnlich auf den Planeten hier in diesem Gebiet, wo dieses Bergbau-Ding ist, rumfahren und dann halt immer wieder so nach dem höchsten Ding suchen. Allerdings, weil das übel nervig ist und absolut lange dauern kann, habe ich mir einen Mod geholt. Wenn ich einen einzigen Punkt finde, an dem man was abbauen kann, baut er alles ab, was sich in diesem Bereich befindet. Manche nennen es Hex, ich nenne es, ich habe keinen Bock, 14 Folgen am Schluss dafür nur zu verbrauchen, Zeug einzusammeln. Also ich denke, damit kann man noch leben. So. Und jetzt möchte ich das, genau, die Markierung weg haben. So. Der Mod ist auch unten in der Videobeschreibung, aber wie gesagt, es würde einfach nur unnötig Zeit kosten, wenn ich jetzt das Gebiet dann die ganze Zeit abfahre wie ein Wahnsinniger. Whee! Ach schade, ich wollte richtig hochjumpen. So. Initiative Kerntech, diese Geräte ist vor allem deshalb wertvoll, weil es Technologien der Initiative und bla bla bla, das hatten wir ja auch schon. Was, hier ist jetzt nix oder was? Nix. Gar nix. Auch da oben nicht. Ne? Gut. Da ist hier nichts. Bin ich seltsam, aber bitte. Oh, Gefahrenstufe 3. Nicht so gut. Ich kann hier nicht speichern. Ne, ich überlebe hier nicht lang. Dann werde ich wahrscheinlich das doch später machen. Boah. War jetzt schon knapp, überhaupt nochmal zurückzukommen. Und das, obwohl ich gleich umgedreht bin. Gut, dann gehen wir doch dahin. Mal schauen, inwieweit ich mich... Kann ich hier speichern? Ja. Weil jetzt bin ich ja doch ziemlich geschädigt, sag ich mal. Inwieweit ich mich hier in der Dreierzone befinde, das möchte ich testen. Lebenserhaltungssysteme stehen kurz vor dem Ausfall. Ah, ja, ja. Alles sehen gut. Sie sich das an. Die Relikte haben da drüben ihr Gebiet abgesteckt. Was? Wo? Ach, da. Guten Tag. Ich bin von der... vom Bayerischen Rundfunk. Bitte zahlen Sie Ihren Betrag, was Ihren monatlichen. Wir hatten gestern unseren ersten Todesfall. Die Moral stinkt. Die Leute werden krank. Ich bin entschlossener als je zuvor, in diesen technologischen Ruinen irgendetwas Wertvolles zu finden. Ich weiß, dass es hier wichtige Daten gibt, aber ich kann nicht darauf zugreifen. Trotz meiner Fähigkeiten in der Entschlüsselung werde ich einfach ausgesperrt. Aber ich darf nicht aufgeben. Die Nexus verlässt sich auf uns als Speerspitze der Initiative. Ich werde weiter in Bewegung bleiben und hoffentlich etwas Nützliches finden. Besteht irgendeine Hoffnung, dass diese Forscherin noch am Leben ist? Das ist unwahrscheinlich. Vor der Aktivierung des Gewölbes hat die... Strahlung hier bei längerer Exposition zu tödlichen Gesundheitsschäden geführt. Okay, aber vielleicht hat ja wenigstens ihre Arbeit überlebt. Wir müssen die anderen Forschungsstätten... So, hier ist jetzt tatsächlich mal was Flora-Technisches. Relikt verstärkte Wurzeln. Relikt-Technologie wurde mit diesem Baum verschmolzen, um das Wachstum zu beschleunigen und den organischen Verfall zu verhindern. Wachstumsrate um 46% erhöht. Klingt so gar nicht so viel eigentlich. So, dem Nomad geht's super. Schwöre, Bruder. Dann ist nochmal so ein Relikt-Ding, aber da komme ich jetzt nicht hin, vermute ich. Schauen wir mal, wie weit ich... Okay, und drin, und drin. Warnung. Extreme Strahlenbelastung registriert, Pathfinder. Tja, gut. Pathfinder. In diesem Gebiet können Ressourcen... Habe ich schon gemacht, habe ich schon gemacht, aber ich bin viel zu langsam, Sam. Viel zu langsam. Diese Alien-Tech kommt in allen Formen und Größen. Aber beim Vorbeicruisen. Einfach erledigt.
Strahlenbelastung liegt innerhalb des Toleranzbereichs. Mit dem Ding rumzufahren macht schon Spaß. Sie behalten in Stresssituationen immer... Das sieht nach einer Art Ketteinrichtung aus. Diese Arschlöcher haben meine beste Forschungsstätte übernommen. Sie werden sie nicht ohne Kampf in die Nähe des Monolithen lassen. Ich werde es überleben, Peewee. Oh. Sind schon direkt am Anfang. Lebenserhaltung ist wieder online. Ja, die Fähigkeit ist okay, aber ich halte jetzt nicht allzu viel von der. Muss ich sagen. Also ich könnte vielleicht von hier aus das Schiff scannen. Minischilde, Schilde, die hatten wir ja schon gescannt, deswegen brauche ich das auch nochmal lesen. Das war der Generator. Den kann ich sogar ausschalten, ne? Ja. Vielleicht hätte ich ihn anlassen sollen. Waffe ist schon nicht schlecht. Also. Feindliche Shuttle im Anflug. Da kann man echt nichts sagen. Es wird gerade sehr laut. Ich hoffe, das übertönt mich jetzt nicht doch. Und ich habe jetzt den Sound nicht mehr angepasst, weil er ganz okay auf mich wirkte. Ha! Was geht denn da? Oh, Alter, ich wünschte, ich hätte meine Singularität ready. Hier was zum Scannen. Oh nein, da war irgendwas Explosives neben mir, glaube ich. Fuck. Ah, da wollte ich unbedingt meine Singularität da reinklatschen. Okay, also ich finde diesen Schwarm finde ich jetzt nicht so geil. Den ersetze ich durch irgendwas. Ich glaube, ich hau echt Überlastung rein, damit ich diese Schilde wegkriege. Irgendwie dauert das jetzt viel zu lange. Obwohl der Balken ja schon voll ist. Hallo, Game? Ich warte noch kurz, aber wenn es jetzt nicht gleich sich einkriegt, dann... werde ich es abwürgen und neu starten, das Spiel. Dann nutze ich die Zeit und hole mir kurz was zum Trinken. Ne? Ausnahmsweise mal in der Aufnahme. Bis gleich. Okay. Game. You are dead. I double kill you, so. Was ist jetzt los? Ach, ich hab's tatsächlich schließen können. Ich war mir jetzt nicht sicher, was es genau macht. Hey. Abbrechen, nein. Ich wollte gerade ein Update runterladen. Für Mass Effect Andromeda. Stand Pflicht-Update. Das Dumme ist, ich weiß nicht, ob ich das Spiel patchen kann. Okay, jetzt konnte ich es ohne Update starten. Lel.
So. Ja, ich muss jetzt eh mal bald Schluss machen. Ich habe jetzt. Ich kann ja mal kurz gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stunden nehme ich jetzt schon auf. Aber ich hab nachzuholen. Mass Effect Andromeda sollte schon längst fertig sein. Ich habe noch andere Sachen, die ich aufnehmen will. Und gleichzeitig finde ich das immer blöd. Ich will ein Spiel fertig, dann kommt schnell. Versteht ihr, wie ich meine? Ne? Nicht? Okay, ja gut. Ist der Speicherstand hier vielleicht ein bisschen fucked? Weil wenn ich den jetzt laden will, sieht es genauso aus wie eben noch. Vielleicht mache ich das so, dass ich das einfach rausschneide. Nee. Also ich würge jetzt gleich ab, weil ich glaube, der Speicherstand ist fucked. Muss ich einen vorher laden, denke ich. So. Er tut mir jetzt natürlich leid, ne? Das ist jetzt ein bisschen blöd. Wäre ich nur nicht gestorben. So einfach wär's. So, dann lade ich einen vorher. Das ist eineinhalb Minuten vorher der Speicherstand. Das wird in Ordnung sein. Wahrscheinlich ist es der, wo ich unten an dem Aufklärungsposten war. Oder gerade in das Gebiet, wo die Kette angreifen. Na, geht's jetzt? Nicht. Why? Spiel hat doch jetzt die ganze Zeit funktioniert. Was ist nun das Problem?